Ich habe in den letzten Wochen die Amazfit Balance getestet und in diesem Video werde ich dir davon berichten, wie gut sie sich als Sportuhr schlägt. Ja, die Amazfit Balance. Auf dem Papier klingt diese Uhr erstmal fast schon zu schön, um wahr zu sein. Sie hat ein 1,5 Zoll großes AMOLED-Display, Multiband-GPS, Routennavigation, Trainingsanalyse-Tools und vor allem sogar bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit. Und das alles für gerade einmal 250 Euro. Das alles würde die Uhr für mich als Sportler zu einer der besten Smartwatches machen, die ich bisher so getestet habe. Aber wird sie diesen Vorschusslorbeeren auch wirklich gerecht? Das besprechen wir wie immer ausgiebig im heutigen Video. Also lass uns direkt starten. Viel Spaß! Fangen wir wie immer mit der Optik und ein paar Eckdaten an. Das Design einer Uhr ist natürlich immer Geschmackssache, aber mein persönlicher erster Eindruck war richtig, richtig gut. Ich würde sogar sagen, dass sie zusammen mit der Huawei Watch 4 Pro die bisher schönste Uhr ist, die ich in den letzten Jahren so getestet habe. Mir gefällt das runde Design sehr gut mit den Markierungen rund um das Display und die schmale Lünette. Das macht nämlich gleichzeitig auch Platz für ein sehr großes Display. Dieses bringt es hier nämlich auf 1,5 Zoll. Dazu haben wir eine Auflösung von 480x480 Pixel und eine Spitzenhelligkeit von 1500 Nits. Da kann eigentlich fast nur die Apple Watch mithalten. Auf Seiten Garmins zum Beispiel ist die Epix Pro eine der Uhren mit dem besten Display. Dieses kann weder bei der Displaygröße noch bei der Auflösung oder Helligkeit mit der Amazfit Balance mithalten. Das Display der Uhr ist also wirklich super schön, sehr farbenfroh, gestochen scharf und sehr hell. Es schaltet sich standardmäßig nach ein paar Sekunden aus. Du kannst die Zeit bis zu diesem Timeout einstellen, wie du möchtest. Und es gibt natürlich auch einen Always-On-Modus. Sehr schön ist auch, dass es auch einen speziellen Always-On-Modus nur für Workouts gibt, sodass sich die Uhr im Alltag bei Nichtnutzung abschaltet, du während des Trainings aber immer einen Blick auf Statistiken werfen kannst. Genauso handhabe ich es selber auch. Materialtechnisch kommt ihr beim Rahmen Aluminium zum Einsatz, ansonsten ist hier aber auch sehr viel Plastik verbaut. Dadurch ist die Uhr mit gerade einmal 35 Gramm aber auch wirklich super leicht und mit 10,6 mm ist sie auch sehr dünn. Insgesamt ist sie dadurch für mich auch sehr angenehm zu tragen, stört weder beim Schlafen noch beim Sport. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht ganz so klein, also die Uhr hat einen Gehäusedurchmesser von 46 mm und es gibt sie auch nur in dieser einen Version. Für mein Handgelenk passt das ganz gut, für dich zur Einschätzung, ich habe einen Handgelenksumfang von etwa 180 mm. Wenn du deutlich kleinere Handgelenke hast, könntest du die Uhr für dich aber auch als zu groß empfinden. Das Aluminium macht designtechnisch, wie ich finde, auf jeden Fall etwas her und generell wirkt die Uhr sehr gut verarbeitet und durchaus hochwertig. Etwas Sorge bereitet mir allerdings das Displayglas, hier kommt nämlich weder Saphirglas noch Gorillaglas zum Einsatz, was ja vor allem bei Sportuhren eigentlich mittlerweile zum Standardrepertoire gehört. Außerdem ist, wie gesagt, auch die Lünette sehr schmal und steht nicht nach oben vom Display ab, also das Display ist ganz einfach überhaupt nicht geschützt, wie wir das zum Beispiel bei Garmins Outdoor-Uhren sehen. Ich trage die Uhr jetzt ungefähr seit 4 Wochen, sie sieht noch aus wie neu, wäre auch schlimm, wenn nicht, aber ich bezweifle, dass das auch in einem Jahr noch so aussehen wird. Aber da wollen wir jetzt mal nichts beschwören. Am rechten Gehäuserand finden wir 2 Buttons, deren Funktion du in den Einstellungen individuell anpassen kannst. Ich habe es aktuell so eingestellt, dass der untere Button mich direkt zum Trainingsmodus führt und der obere zurück zum Startbildschirm bzw. von dort aus zur App-Übersicht. Diese erinnert übrigens doch sehr verdächtig an die Apple Watch, aber das soll jetzt auch nicht Thema dieses Videos sein. Der obere Button dient zudem auch noch als drehbare Krone, du kannst aber natürlich auch ein Touch-Display nutzen und generell läuft alles auf der Uhr auch wirklich super schnell und flüssig. Also unterm Strich habe ich schon noch ein paar Zweifel an der Langlebigkeit der Uhr, aber für den Moment bin ich wirklich begeistert vom Design der Uhr und vor allem vom sehr großen und sehr schönen Display. Bei der Apple Watch, der Samsung Galaxy Watch und vielen anderen Smartwatches auch komme ich als Sportler eigentlich immer wieder zu einem gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Fazit. Diese Uhren eignen sich mittlerweile auch sehr gut als Sportuhren, aber neben einigen anderen Punkten macht einem da vor allem die Akkulaufzeit einen riesen Strich durch die Rechnung. Diese beträgt nämlich bei den eben genannten Uhren nur so 1 bis vielleicht 2 Tage. Umso erstaunter war ich also zu lesen, dass Amazfit bei der Balance eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bei normaler alltäglicher Nutzung verspricht. Generell gibt der Hersteller hier viele verschiedene Angaben zu verschiedenen Szenarien, zum Beispiel 7 Tage bei intensiver Nutzung, die bei mir vor allem in meiner Testphase auch durchaus zutreffend ist. Ansonsten haben wir 5 Tage im Always-On-Modus, wie gesagt, diesen nutze ich nicht, beziehungsweise nur für meine Workouts. Und apropos Workouts, hier verspricht Amazfit eine Laufzeit von bis zu 26 Stunden im Multiband-GPS-Modus und sogar bis zu 47 Stunden im automatischen GPS-Modus. Das sind alles Werte, die für eine AMOLED-Uhr sehr beeindruckend sind und definitiv mehr in die Richtung Sportuhr als Smartwatch gehen. Doch kann die Uhr diese Versprechen auch halten? Bei einer einstündigen Laufeinheit mit Multiband verbraucht die Uhr bei mir persönlich etwa 4 bis 5%, wenn ich den Always-On-Modus nicht nutze, würde somit also auf etwa 20 bis 25 Stunden Laufzeit kommen.
Wie gesagt, ich nutze diesen Modus aber und dann ist der Verbrauch etwa doppelt so hoch. An einem Tag, an dem ich eben dieses Workout aufzeichne und die Uhr ansonsten zwar nicht mehr für das Training, aber generell für meinen Alltag sehr intensiv nutze, verbraucht sie etwa 13-15%, hält also rund eine Woche durch, was übereinstimmt mit der Angabe bei intensiver Nutzung. Und damit bin ich persönlich auch wirklich absolut zufrieden, also meine Erwartungshaltung ist nach zahlreichen Smartwatch-Tests, wie eben der Apple Watch und Samsung Galaxy Watch, so gering, dass mir mittlerweile 2 Tage eigentlich schon ausreichen und 7 Tage sind doch wirklich ein absoluter Segen. Also in dieser Hinsicht auf jeden Fall Hut ab, Amazfit. In diesem Video geht es ja primär um die Frage, wie gut sich die Amazfit Balance als Sportuhr eignet. Bevor wir dann also gleich konkret nochmal in den Trainingsmodus der Uhr springen, schauen wir uns nochmal an, was sie so für Fitness- und Gesundheitsfunktionen für den Alltag anbietet, denn auch das ist für Sportler natürlich sehr interessant. Wenn wir hier vom Startbildschirm aus nach rechts swipen, sehen wir zunächst mal ein Widget, welches wir bei Smartwatches eher selten zu Gesicht bekommen, und zwar die Bereitschaft. Darauf kommen wir aber gleich nochmal ausführlich zu sprechen. Als nächstes sehen wir dann die wichtigsten Fitnessdaten des Tages, also die Schritte, Zeit im Stehen und in diesem Fall jetzt die Fettverbrennungszeit, also die Zeit, die wir in der Herzfrequenzzone zur Fettverbrennung verbracht haben. Mit einem Klick können wir dann näher in dieses Widget reinspringen und sehen dort weitere Details, wie zum Beispiel, wann wir diese Schritte zurückgelegt haben, und weiter unten sehen wir auch nochmal eine Übersicht mit vielen weiteren Gesundheitsdaten wie den aktiv und in Ruhe verbrannten Kalorien, der Zeit im Sitzen, absolvierten Distanz und auch den gelaufenen Stufen. Die Uhr hat nämlich auch einen eingebauten barometrischen Höhensensor, kann also auch zuverlässig die Etagen zählen. Generell zeigt die Uhr hier viele interessante Standard-Tagesstatistiken auf einmal. Als nächstes gibt es dann ein Widget zur Herzfrequenz, da sehen wir dann auch nochmal eine Verlaufskurve des Pulses, den Ruhepuls, Maximalpuls und auch nochmal die Zeit in den verschiedenen Herzfrequenzbereichen. Den Großteil der Widgets finden wir dann aber in der eben schon mal erwähnten App-Übersicht. Hier haben wir zum Beispiel noch eine App zur Blutsauerstoffsättigung, also dem SpO2-Wert. Hier kann man übrigens zum Beispiel auch noch einstellen, dass einen die Uhr warnen soll, wenn dieser Wert zu niedrig ist, was beispielsweise dann Sinn macht, wenn man in hohen Regionen in den Bergen unterwegs ist. Genauso kann man übrigens auch für den Puls einen bestimmten Bereich festlegen, wobei dich die Uhr dann informieren würde, sobald du diesen unter- oder überschreitest. Dann kann die Amazfit Balance auch noch die Hauttemperatur messen und das ist unter anderem ja auch für das Zyklus-Tracking für Frauen interessant, was ich jetzt zwar selber natürlich nicht testen konnte, aber auch dafür bietet die Uhr ein extra Widget. Natürlich kann auch dein Schlaf analysiert werden. Dabei siehst du dann eine Schlafdauer, eine Bewertung deiner Schlafqualität auf einer Skala von 1 bis 100. Du siehst die Aufteilung auf die verschiedenen Schlafphasen sowie auch nochmal einen Graphen zu deiner Herzfrequenz. Außerdem kann die Uhr ähnlich wie die Garmin Venue 3 oder Vivo Active 5 auch Nickerchen während des Tages erkennen und ebenfalls analysieren. Ehrlich gesagt mache ich während des Tages eigentlich nie einen Mittagsschlaf oder so, habe das also nicht genutzt, aber die Schlafanalyse kam mir durchaus schlüssig vor. Diese ist übrigens bei keiner Uhr so hundertprozentig genau und es ist auch einfach sehr, sehr schwer zu überprüfen, aber die Schlafqualität stimmte meistens ziemlich gut mit meinem eigenen Empfinden überein. Und es gibt noch weitere interessante Widgets. Beispielsweise kann die Amazfit Balance auch dein Stresslevel tracken. Du siehst also, wie lange du in verschiedenen Stressbereichen warst und passend dazu bietet die Uhr auch geführte Atemübungen, Einschlafübungen, Konzentrationsübungen und sogar eine geführte 10-minütige Meditation kannst du hier über die Uhr starten, auch wenn diese warum auch immer nur auf Englisch verfügbar ist. Es gibt außerdem ein Widget, mit dem du deine Körperzusammensetzung messen kannst, also zum Beispiel deinen Körperfettanteil. Das kennen wir zum Beispiel von der Samsung Galaxy Watch. Und besonders in der kostenlosen zugehörigen App Zap siehst du all diese Daten und Statistiken dann auch nochmal detailliert mit vielen weiteren Graphen. Beim Schlafen hast du hier zum Beispiel noch deine Atemqualität und Atemfrequenz und du siehst ganz viele Erklärungen, wie diese Statistiken zustande kommen oder wie du sie zu deuten hast. Das ist auf jeden Fall ganz gut gemacht und generell bin ich beeindruckt, welche Vielzahl an Fitness- und Gesundheitsfunktionen die Uhr schon für 250 Euro anbietet. Eine Funktion, die die Uhr im Gegensatz zu vielen anderen Smartwatches nicht bietet, ist die EKG-Funktion. Also Herzrhythmusstörungen kann die Uhr nicht erkennen, aber ansonsten habe ich wirklich auch in dieser Hinsicht sehr wenig zu beanstanden. Und damit wird es dann jetzt also Zeit, mal einen Blick in den Trainingsmodus der Uhr zu werfen. Zunächst mal kannst du dich über eine riesige Auswahl an Sportprofilen freuen, darunter neben den üblichen Verdächtigen vor allem auch einen Multisport- und einen Freiwasserschwimmmodus. Aber auch so etwas wie Krafttraining, Yoga oder Skifahren findest du hier, also insgesamt bietet die Uhr tatsächlich sogar über 150 verschiedene Sportprofile und da ist wirklich so ziemlich alles dabei, von Taekwondo über Segeln und Curling bis hin zu Karten und Brettspielen, also auch für dein nächstes Monopoly-Familienduell solltest du hiermit gewappnet sein.
In den Modi selber gibt es dann auch einige nützliche Funktionen. Hier beim Laufen zum Beispiel gibt es zunächst den Trainingsassistenten, wobei du ein Trainingsziel festlegen kannst, also zum Beispiel, dass du eine bestimmte Anzahl an Kalorien verbrennen willst. Außerdem kannst du aber auch zum Beispiel den Trainingseffekt als Ziel festlegen, also ob du aerob oder anaerob trainieren willst. Und du kannst auch festlegen, dass dein Training enden soll, wenn du dein Ziel erreicht hast. Also wenn es dein Ziel ist, 500 Kalorien zu verbrennen, wird dein Training gestoppt, sobald du das geschafft hast. Du kannst außerdem Intervall-Workouts über die Uhr einstellen und auch über die App kannst du Trainings erstellen und diese dann auf die Uhr laden. Es gibt übrigens zum Erstellen von individuellen Trainingsplänen auch den sogenannten Zep-Coach und es gibt mit der Zep-Aura-App auch einen Premium-Schlaftrainer. Für diese beiden Programme müsste man aber monatlich nochmal draufzahlen. Wenn du schon einige andere Videos von mir gesehen hast, weißt du aber, dass ich von diesen monatlichen Abo-Modellen wirklich überhaupt kein Fan bin. Also ich werde sie mir niemals holen. Und alles, was du in diesem Video siehst, ist da ja auch in der kostenlosen Version erhältlich. Beziehungsweise eigentlich, ja, so ziemlich alles Relevante, was die Uhr so bietet. Vor allem über den nächsten Menüpunkt im Trainingsmodus habe ich mich hier sehr gefreut, und zwar den Punkt Navigation. Das ist ja nämlich bei Smartwatches so eine Sache. Also die meisten Smartwatches bieten zwar Apps für die Navigation, also zum Beispiel Google Maps, aber im Trainingsmodus kannst du dich bei Apple oder Samsung zum Beispiel nicht navigieren lassen. Umso mehr habe ich mich also gefreut, diese Option hier bei der Amazfit Balance zu finden. Du kannst über die App Routen auf die Uhr laden, übrigens hier auch nochmal ein Lob dafür, dass die Synchronisation zwischen Handy und Uhr wirklich binnen weniger Sekunden klappt, was auch nun wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Also du kannst Routen auf die Uhr laden und während des Trainings kannst du dich dann eben anhand dieser Routen navigieren lassen. Dabei hast du jetzt keine topografischen Karten oder so etwas, sondern eine einfache Brotkrümelnavigation. Außerdem kannst du dich auf der Karte nicht ganz so optimal bewegen oder zoomen. Das geht über die drehbare Krone oder per Touch über Pfeile auf dem Display, aber nicht einfach über das Touch-Display selber. Zudem hast du auch noch eine Back-to-Start-Funktion, die dich entweder über eine direkte Linie oder über den getrackten Weg zurück zu deinem Startpunkt navigiert und die Uhr kann dich auch benachrichtigen, wenn du von deinem Weg abkommst. Die Navigationsfunktionen sind also nicht auf dem Niveau klassischer Sportuhrenhersteller wie Garmin, Suunto oder Coros, aber für eine Smartwatch sind sie absolut beachtlich. Also ich meine, du kannst dich hier im Trainingsmodus navigieren lassen, das reicht mir für diese Uhr persönlich absolut aus. Während des Trainings können dann außerdem viele verschiedene Statistiken erfasst werden. Die Datenfelder kannst du dabei individuell gestalten und insgesamt passen bis zu 6 Datenfelder auf einen Bildschirm. Da hätte ich mir auch durchaus 8 Datenfelder gewünscht, zumal das Display auch sehr groß ist, aber das ist dann schon Kritik auf sehr hohem Niveau. Tracken lassen kannst du hier viele verschiedene Daten, natürlich die Dauer, Distanz, Tempo, Herzfrequenz und so weiter. Aber durch den Barometer auch die absolvierten Höhenmeter und auch so etwas wie die Schrittfrequenz oder die Trainingsbelastung. Nach dem Training siehst du dann auch nochmal den aeroben und anaeroben Trainingseffekt sowie die Trainingsbelastung und auch hier hast du besonders in der App dann nochmal sehr viele weitere Graphen und Ansichten. Und auch abseits des eigentlichen Trainingsmodus hört die Unterstützung für uns Sportler dann nicht auf, wie es ja bei den meisten anderen Smartwatches leider der Fall ist. Zunächst mal haben wir hier das Widget Bereitschaft, was sehr ähnlich zu dem Trainingsbereitschaft-Widget bei Garmin funktioniert. Also auch hier sehen wir neben dem Wert an sich noch die Aufschlüsselung auf verschiedene Faktoren, sowie die körperliche Erholung inklusive deiner Aktivitäten, die mentale Erholung, Stress, Schlaf, Atem und so weiter. Was dieses Widget angeht, bin ich bei der Uhr aber ehrlich gesagt etwas skeptisch. Also manchmal wird mir hier ein Bereitschaftswert zwischen 90 und 100 angezeigt, also ein sehr, sehr hoher Wert, obwohl ich ja zwar gut geschlafen habe, aber an diesem Tag irgendwie schon 3 Stunden an Training aufgezeichnet habe, also eine Stunde draußen laufen war, dann noch eine Stunde Radfahren war und dann vielleicht noch im Fitnessstudio war, also ich habe mich definitiv körperlich nicht im Bereich zwischen 90 und 100 gefühlt, das hat die Uhr dementsprechend nicht ganz so akkurat wiedergespiegelt. Und generell habe ich hier auch das Gefühl, dass die Trainingswissenschaft hinter diesen Widgets noch nicht so hundertprozentig ausgereift ist. Wir haben hier zum Beispiel auch noch ein Widget, welches dir die Trainingsbelastung, dein VO2max sowie deine Erholungszeit angibt. Und mit diesen bin ich mal mehr, mal weniger konform. Mein VO2max-Wert liegt zum Beispiel laut Garmin, Polar und Coros so bei 56 bis 58. Da sind sich die Hersteller eigentlich alle so ungefähr einig. Die Amazfit Balance zeigt mir aber eher so 50 an. Also das ist natürlich immer schwer zu verifizieren, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele der Widgets so ein wenig von Garmin und anderen Herstellern kopiert wurden, aber hier einfach noch nicht so ganz ausgereift und zuverlässig sind. Generell ist es für eine Smartwatch aber auf jeden Fall beachtlich, dass es diese Widgets überhaupt gibt und sie können auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck davon vermitteln, welche Belastungen und Trainingseffekte man so erzielt. Wie wir gesehen haben, kann die Amazfit Balance wirklich unglaublich viele Daten und Statistiken aufzeichnen. Aber all das bringt wenig, wenn diese Daten unzuverlässig oder ungenau sind. Genau das wollte ich also testen. Eine zentrale Statistik ist zum Beispiel die Herzfrequenz, denn darüber werden viele weitere Daten wie Kalorien, Trainingsbelastung und so weiter abgeleitet. Um die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung zu checken, habe ich bei all meinen Trainingseinheiten gleichzeitig die Uhr und einen Brustgurt getragen.
Hier siehst du parallel die beiden Ergebnisse für eine meiner Laufeinheiten und das sieht auch ziemlich gut aus. Beide Graphen liegen ja sehr gut übereinander. Zu Beginn gab es eine kleinere Unsicherheit, aber nichts Wildes und vor allem zwischendurch, als mein Puls kurz runterging, weil ich an einer Ampel warten musste und zum Ende hin, da kommt die Uhr sehr gut hinterher. Der Durchschnittspuls weicht da ja auch nur um 0,29 Schläge vom Brustgurt ab. Beim Krafttraining habe ich leider keine Option gefunden, die Herzfrequenzdaten zu exportieren, also kann ich es euch nicht wie gerade beim Laufen zeigen, aber hier anhand dieser beiden Screenshots sehen wir, dass der Durchschnittspuls laut der Uhr bei 85 lag und damit um 6 Schläge von den 91 des Brustgurts abweicht. Der Maximalpuls stimmt genau überein und auch der Verlauf sieht, wenn man das hier so sieht, gar nicht so verkehrt aus. Hier bei dieser zweiten Einheit weichen sowohl der Durchschnitts- als auch Maximalpuls um 4 Schläge ab und auch hier sieht der Verlauf relativ stimmig aus. Also die Uhr ist in Sachen Pulsmessung meinen Erfahrungen zufolge beim Laufen sehr gut und beim Krafttraining zumindest mal nicht schlechter als klassische Sportuhren. Ebenfalls wichtig ist auch noch, dass das GPS genau ist, denn ähnlich wie die Herzfrequenz ist auch das GPS Ausgangspunkt für viele weitere Daten und Statistiken, wie in diesem Fall zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Distanz. Hier solltest du zunächst einmal wissen, dass die Amazfit Balance das sogenannte Dual-Frequenz-GPS-System anbietet, was einfach nochmal etwas genauer ist als das klassische GPS, was ich auch bereits in vielen meiner vorherigen Praxistests unter Beweis stellen konnte. Aber auch hier wird es jetzt Zeit für einen Praxistest, also schauen wir uns das mal bei der Amazfit Balance an. Hier bei dieser Laufeinheit durch Stadt, Wald und Wohngebiete sieht das Ganze in Ordnung aus, aber bei genauerem Hinblicken sehen wir, dass die Uhr an einigen Stellen Ecken abkürzt, vom Weg abkommt oder mitten durch den Wald führt, obwohl ich über einen Weg gelaufen bin. Also hier gab es einige Ungenauigkeiten. Als weiteren Test war ich dann wie immer im Wald und bin dort auf sehr engen Wegen den gleichen Weg hin und zurück gelaufen, sodass die aufgezeichnete Route im Idealfall aus zwei übereinanderliegenden Teilstrecken bestehen sollte. Und das sah dann wiederum überraschend gut aus, also vor allem hier im dichten Wald schlägt sich die Uhr sehr gut. Hier an diesen Stellen gab es aber kleinere Ungenauigkeiten. Unterm Strich ist die GPS-Genauigkeit der Amazfit Balance meinen Erfahrungen zufolge nicht ganz auf dem Niveau klassischer Sportuhren, aber sie ist definitiv brauchbar, im Gegensatz zu zum Beispiel der Google Pixel Watch 2 oder der Fitbit Charge 6, die ich ebenfalls vor kurzem getestet habe. Also gut, was können wir jetzt unterm Strich zur Amazfit Balance festhalten? Zunächst einmal möchte ich hier betonen, dass ich hier in diesem Video bei weitem nicht über alle Funktionen der Uhr gesprochen habe. Vor allem die smarten Funktionen habe ich jetzt hier mal außen vor gelassen, da es hier konkret um die Frage ging, wie sich diese Uhr als Sportuhr schlägt. Und da muss ich sagen, war bzw. bin ich echt begeistert, was diese Uhr schon für 250 Euro so alles auf dem Kasten hat. Sie bietet unzählige Fitness- und Gesundheitsstatistiken und Widgets, Trainingsfunktionen und hat ein, wie ich finde, sehr ansprechendes Design, vor allem aufgrund des großen, sehr schönen Displays. Vor allem aber bieten so ziemlich alle Punkte, die ich als Sportler an anderen Smartwatches immer wieder kritisiere, hier bei dieser Uhr eigentlich gar keinen Raum für Kritik. Die Uhr bietet nämlich eine gute Akkulaufzeit, du kannst dich während des Trainings navigieren lassen und du hast auch abseits des Trainingsmodus einige Analyse-Tools. Also etwas sucht man bei anderen Smartwatches vergebens, sodass man schon fast die Frage stellen muss, ist diese Uhr wirklich eine Smartwatch oder ist sie nicht vielleicht doch eher eine Sportuhr? Meiner Meinung nach ist sie eine sehr gute Mischung aus beidem, bietet also passenderweise die richtige Balance aus beiden Welten. Im Vergleich zu klassischen Sportuhren habe ich das Gefühl, dass die Trainingsanalysen noch nicht so ganz ausgereift sind, also zum gleichen Preis ist zum Beispiel die Coros Pace 3 wohl die bessere Sportuhr, dafür aber nicht so eine gute Smartwatch mit keinem so schönen Design und Display. Also für 250 Euro macht man hier meiner Meinung nach wirklich gar nichts falsch. Falls du das Ganze aber ganz anders siehst oder was du einfach generell von der Amazfit Balance hältst, schreib das doch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen oder weitergeholfen hat, dann lass doch auch noch schnell einen Daumen nach oben da, damit könntest du mich und meine Arbeit hier sehr unterstützen. Und du solltest natürlich auch noch diesen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.